Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone, my memory, it limits me, home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good and they chopping up wood. Er kommt jetzt wieder. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag passt nicht. Und wir sind jetzt schon wieder kräftig dabei. Wir haben jetzt quasi an den vorderen Ecken schon mal die US-Standlichter ausgenommen. Und ja, da das einfach sauber an, bis das sauber anliegt und da hinten halt nicht zu viel Luft entsteht, muss man das Teil jetzt halt komplett reindrücken und da fehlt jetzt halt einfach mal ja, ein Zentimeter Material, was dann halt diese Linie eigentlich hier vollenden soll. Eigentlich. Dürfen wir uns jetzt halt selber wieder daran basteln. It is what it is. I'm the Willy Wonka, Rick James. Pistol on my hip and I go a Lil Wayne. It's John if you niggas like, see my aim. I was folding that money like paper planes. Now this shit don't fold, it's like bricks being laid. Cool as a 20 degree day up in the shade. Smoking that real love if you searching for that Mary J. Of course you enjoying the serenade. I'm a G, I'ma turn lemons into lemonade. Homie, sleep for what? I be going in till I win. Gotta keep it up. I'm in the class on my own. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben jetzt nochmal die Einsätze für die Motorhaube angepasst. Und zu dem Ergebnis kommen wir, dass sie richtig schlecht passen. Und darum nehmen wir jetzt erstmal die Haube runter. Passen dann in dem Zuge, weil hinten die Auflagepunkte, wo die verschraubt ist, noch so dick ist, dass wir da quasi links und rechts eigentlich 6 mm höher sind. Das nehmen wir dann auch noch ein bisschen mit ab. Dann sägen wir jetzt halt quasi unsere Toblerone-Stücke, was da drin stecken, raus und passen dann jetzt einmal das neue Gitter an, dass das dann mal grob drin sitzt. Und dann werden wir aber auch die kompletten Ausschnitte wahrscheinlich nochmal laminieren müssen, dass wir die quasi dann ein wenig kleiner kriegen, weil die Löcher, wo jetzt da drin sind, eigentlich schon für die Gitter zu groß sind. Und ja, wir setzen die jetzt dann auch ein bisschen höher an, dass es halt auch eigentlich an Sinn macht und nicht nur Optik ist. Und dann müssen wir auf der linken Seite quasi hier das Stück nochmal einen Zentimeter verlängern, weil die Haube natürlich auch rum ist. Wie soll es auch anders sein? Drüben passt der Spalt perfekt. Kotflügel zur Motorhaubenkante und hier ist halt einfach das Problem, dass ein Azendi fehlt. Auch der Scheinwerfer hier nicht richtig abgedeckt wird. Da unten müsste eigentlich auch die Haube dann sauber drin liegen. Tut sie natürlich nicht, weil sie einfach auch ein Zentimeter zu kurz ist. Ja, das ist jetzt mal kurz das Update. Bei der linken Seite haben wir jetzt das schon mal von innen so weit verstärkt, dass auch die Schraubenlöcher ein bisschen stärker sind. Und dann können wir da eigentlich dann auch anfangen, den Radlauf und so weiter mal ran zu modellieren. Auf der rechten Seite ist das Problem, dass das Kit hier auch extrem eingefallen ist. Wir hatten das ja jetzt schon mal laminiert.
Jetzt habe ich das hier nochmal gut aufgespachtelt im Endeffekt, dass man hier auch nochmal an Höhe gewinnt. Weil das auch jetzt hier immer noch viel zu tief ist, muss ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen drüber spachteln und weiß nicht, ob wir dann nochmal Schicht Laminat drauflegen oder ob wir das dann als Spachtel lassen und dann halt weiter bearbeiten. Und dann fangen wir auch an, hier quasi die Radläufe dann hin zu modellieren, dass uns das halt von der Kante her gefällt, dass es dann mal so innen abfällt. Und dann ja, sind wir da schon mal auf einem guten Weg. Dann hinten links haben wir jetzt schon mal angefangen. Das ist halt auch so ein Kunstflügel, der wo nicht so viel Arbeit macht. Da können wir jetzt eigentlich mit den Spachtelarbeiten schon mal so weit anfangen, dass es dann quasi dann Richtung Endprodukt geht, was man dann auch lackierfähig, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schon mal hat. Aber rechte Seite wird halt auf jeden Fall nochmal ein riesen Drama, das Ganze anzupassen. Dann müssen wir das nochmal auflaminieren, was der Alex beim letzten Mal weggeflext hat. Dass das dann am Schluss auch alles passt. Das ist jetzt so mal das Hauptding. Also es ist noch ein bisschen Anpassungsarbeit vor uns. Fazit: Kauft keine GFK-Motorhaube für 400 Euro. Korrekt. Und kauft auch kein Breitbau-Kit für ein Taui, weil wenn ihr das wirklich auf vernünftige Optik bauen wollt, ihr werdet euch in den Arsch beißen. Weil ich sag mal, Kit, keine Ahnung, für 6K ist zwar viel Geld für GFK, aber dafür, wenn das halt dann einfach so ist, dass du es ranbaust und damit fein bist und ein paar Feinheiten ausarbeiten musst, ist das halt einfach eine ganz andere Welt wie das, was wir jetzt hier veranstalten. Gasoline off in my cup, gasoline off in the ride. Gasoline off in my cup, gasoline off in the lit. Gasoline off in my cup, gasoline off in the ride. Gasoline off in my car, gasoline off in the ride. Coming down with the pretty, pretty brain, you know I'm fly. Got a cup so full of that lean, don't blow my eye. Cause I'm on that gasoline, lean. Chillin' with a gangster lean, lean. Shawty, I'm doing my thing, yeah. Coming down so lit, coming through in the whip on tilt, swinging through with the rim on steel, and a cup full of liquor I sip. Ain't I turn? Look at the way I'm burnt, making my way to the limelight, and I shine bright. She wanna see what I'm like, and a way that I'm gonna spend my night. Cup on full, wrist on glow, niggas so geek like a just sniff blow. Go ahead and be a freak, baby, you can tip low. It's just you and me, nobody even gotta know. A pocket full of green and a blunt full of smoke, gasoline in my lungs and throat. Better let me be, it's a do my thing. Coming down clean, nigga feeling so mean. You know I'm right. Down with the pretty, pretty pain, you know I'm fly. Got a cup so full of that lean, don't blow my eye. Cause I'm on that gasoline, chillin' with a gangster lean. Shawty, I'm doing my thing, yeah. Now it's on. Do your thing, young nigga. Roll my Swiss with a pain of liquor. Flow so dope, cocaine, my nigga. Let them all, let them in, yo. If I gotta get it in till it's in, yo. Ja, ja. Ja, ja. Wenn man da ein paar Stunden Arbeit reinsteckt, dann passt das Zeug auf einmal. Komischerweise. Hashtag passt doch. Ah, jetzt. Wird der Mann Schuh rot. Sieht man schon, wo die Reise hingeht. Hier, wie gesagt, die Form ist soweit drin. Jetzt haben wir das gerade eigentlich um die Kante jetzt nochmal angepasst. Und jetzt werden wir das von hinten nochmal laminieren. Und auch hier werden wir quasi nochmal großflächig ein Laminat aufziehen, dass auch nochmal wegen mehr Steifigkeit reinkommt. Und vor allem hier quasi die Anschraubpunkte, dass wir die halt nochmal wegen verstärken, weil die halt echt teilweise wirklich dünn sind. Und dann sind wir am Überlegen, ob wir jetzt auch die anderen Teile, wenn wir das alles jetzt quasi nochmal demontieren, auch von hinten einfach nochmal Schicht Laminat reinlegen, dass es einfach stabiler wird, das Ganze. Und dann ja, sind wir da auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt. Endlich mal Erfolgsmomente. Ja, und der Kai ist jetzt auch schon dabei, draußen quasi noch beim anderen Kupferflügel das abzunehmen, dass wir auflaminieren können. Und wir haben jetzt hier auch schon für die Radläufe. Im Endeffekt haben wir uns jetzt auch nochmal Schablone gebaut und sind jetzt da dabei, schon mal das Laminat so weit zurechtzuschneiden, dass wir dann quasi später hier quasi für alle Radläufe das dann nochmal in drei Schichten auf jeden Fall sauber auflaminieren, dass wir hier unsere schöne gerade Kante dann hinkriegen. Ja, das ist schon mal im Groben die ganze Vorarbeit und dann schauen wir, dass wir jetzt
die nächsten, also heute noch ein bisschen was hinkriegen und morgen dann halt auch eigentlich das meiste, denke ich mal, soweit schaffen. Nur Motorhaube haben wir jetzt auch hinten das Gitter abdeckend gepasst. Das hat man relativ schnell eingepasst. Nur haben wir jetzt, wie gesagt, die anderen Gitter vorne ausgetrennt und müssen jetzt schauen, wie wir das am besten einpassen und dann halt auch nochmal zulaminieren, zurechtschneiden, auflaminieren. Ja, das wird nochmal ein wenig ein Akt. Aber wir sind auf dem guten Weg. Dopeness. Fire! My name sound like nails on a chalkboard. Hit you harder than the darts on a dartboard. Damn it, man, I'm creepy like Candyman in a pair of hammer pants with a hammer in his hand. Say what you want, say what you wish, but say my name and it sound like you breaking a dish. Say my name in a whisper like you making a wish. You said my name in the crowd like you afraid I exist. Say my name and it feel like you peeling off a scab that ain't really even healed yet. I don't even fear threats. I don't really feel what they feel when they fear shit. I feel like the pain at a funeral when tears drip. I don't even dodge shots. I dodge bullets like a child playing hopscotch. I dodge bullets like a breakdancer pop locks. I treat your bullets like it's b-ball and block shots. My tongue is made of razor blades. I think my body's made of steel and flames. It feels like fire when they speak my name. Ja. Was machst du eigentlich hier gerade, hä? Sag mal, hä? Was ich hier mache? Ja. Pushen! Huch! Ja. Ein guter Push. So langsam ist das Kit halt so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass es halt einfach eine aggressive Optik macht. Also hier sitzt halt immer wieder Kante da. Das da oben könnte jetzt halt noch ein wenig aufgespachtelt, dass hier auch die Kante noch ein bisschen deutlicher rauskommt. Und dann muss ich jetzt eigentlich bloß nochmal abnehmen, den Radlauf soweit jetzt dann zurückformen und dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall eine scharfe Kante, wenn wir das eigentlich haben wollen. Ja, man sieht, glaube ich, auf der Kamera auch schon sehr gut, also, dass diese ganze Wölbung jetzt weg ist. Das ist halt einfach, das macht jetzt halt einfach das Kit aus, diese Aggressivität. Vorher war das halt so rund, dass du da gar nicht so richtig die Kanten erkannt hast. Das war schon eine dicke Backe. Aber es war halt einfach nicht so, dass du sagst, jawohl, hier Kanten, Flächen, dass das alles optisch richtig wirkt. Besonders ist es ja noch im umlackierten Zustand. Genau. Und das, also wenn das dann halt erstmal Hochglanz kriegt für die Tiefe, dann... dann kriegt es nochmal ganz anders rein. Ja, also ich glaube, man kann schon ahnen, in welche Richtung das geht. Wenn jetzt sieht man hier ungefähr noch, wie rund das ist, aber... Wir halten uns auf dem Laufenden, uns oder euch? Also wie gesagt, hier auch die Finne, das haben wir jetzt hier nochmal einen Zentimeter aufgespachtelt, weil hier einfach ein Zentimeter auch gefehlt hat. Jetzt gehört hier quasi die Rundung noch, weil das sieht man auch bei den Kids immer, dass wenn man genau von vorne so schräg reinkommt oder von der Seite schräg rein, dass die so aufeinander laufen und das halt optisch, finde ich, überhaupt nicht wirkt. Das sollte schon halt wie eine normale Stoßstange und Kotflügel halt wirklich gerade zueinander fluchten, dann sieht es auch richtig geil aus. Genau. Ja, viel Anpassungsarbeit für. Sehr, sehr. Aber jetzt, wo die ersten Erfolge kommen, ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja, es ist gar nicht so schlimm. Ja! The vibe is all groovy, yeah. I bet you wanna pop out, yeah. I know you wanna pop out, yeah. I bet you wanna pop out, yeah. I know you wanna pop out, yeah. I bet you wanna pop out. I'm rockin' linen with y'all. I'm in the city, let me get a couple minutes with y'all. Like a soccer player, I'm just trying to kick it with y'all. If y'all want to, my nigga, forget it, but now. It's kinda litty, you know. It's kinda Sean Combs, bad boy, Diddy, you know. It's kinda get rich or die trying 50, you know. It's kinda Mayweather, get money 50 and oh. The money team, honey, the money green. I be hunting for the money, you frontin' for funny things. Sucker, I'm in my go-go boots. I'm in my do it by myself on my solo fool. Look at all juicy, juicy, juicy. Ein anstrengendes Wochenende geht zu Ende.
Ja, die Bude sieht aus wie Sau. Also es ist alles staubig. Vor der Werkstatt sieht es aus, als hätte es geschneit. Also viel Anpassungsarbeit ist jetzt gemacht. Wir sind aber immer noch nicht fertig. Wir werden nochmal am Wochenende wahrscheinlich einplanen müssen, um mal alles fertig zu kriegen. Wir haben jetzt quasi an der Motorhaube die großen Baustellen erledigt. Also es ist jetzt angepasst quasi die Ausschnitte, dass wir die Lüftungsgitter quasi einpassen können. Das haben wir jetzt von innen laminiert, dann aufgefüllt komplett, vor außen nochmal überlaminiert, dass auch die Spalten und so weiter alles nichts mehr aufreißen kann. Ja, das Größte und Geilste, was eigentlich geschafft worden ist, ist eigentlich, dass die linke Seite soweit fertig ist. Bis auf Feinspachteln ist jetzt alles durch. Also wir haben jetzt hier quasi so die Grundform, wie wir uns das vorstellen. Hier der Radlauf geht sauber runter und knickt nicht ein. Ja, müssen jetzt halt quasi nur die Feinheiten nochmal ausarbeiten. Und dann ist das alles soweit ready. Hinten genau das gleiche, da könnte auch eigentlich nochmal fein verspachtelt. Und dann ist die größte Baustelle eigentlich noch die zwei rechten Seiten und quasi die Spaltmaße von der Motorhaube noch anpassen. Rechte Seite ist halt das Problem gewesen am Tankdeckel. Musste man halt extrem viel anpassen, dass der Tankdeckel aufgeht. Aber das haben wir jetzt alles soweit gelöst, dass wir es von hinten wirklich extrem dick auflaminiert haben. Ein Zentimeter Material abgetragen haben hier in dem Bereich und hier oben an der Rundung, dass das Ganze jetzt halt auf jeden Fall sauber sitzt, der Tankdeckel auch komplett aufgeht. Die Ecken sind jetzt auch nochmal komplett verstärkt, dass man auch hier vernünftige Anschraubpunkte hat, dass das nicht komplett bricht, wenn man da einmal die Schraube zu fest anzieht. Ja, und ansonsten, ja, extrem viel Fleißarbeit, aber wir sind jetzt auf einem guten Weg, dass das sauber aussieht. Kartuschi, oder? Okay. Ja, guck mal. Muss ja nur dieses Riesenloch, hallo! Löschen. Können Sie auch drin lassen. Dieses Locho. Hey,